Hallöchen und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Ja, gestern hatte ich auch schon ein kleines Video hier aus dem Urlaub hochgeladen. Hatte hier natürlich jetzt mit meinem Rechner ein paar alles erstmal neu eingestellt, von daher ging es nicht so hundertprozentig mit dem Ton. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe, heute ist es ein bisschen besser, wenn ich, besser wie kein Video, wie einige geschrieben haben. Von daher machen wir es kurz und knackig, dann müsst ihr das hier nicht so lange euch anhören. Aber es sind auch wieder ein paar Kleinigkeiten hier passiert, zwar nicht so viel wie in den letzten Tagen, aber immerhin bei den Pets zum Beispiel. Können wir mal reingucken, gestern waren Lichtpets hier dran bei den Kämpfen. Und wie ihr seht, ich habe hier nicht mal gerade erstmal eine Zitrone verfüttert gehabt heute hier. Und das liegt einfach daran, dass ich gestern dann vergessen habe, meine restlichen Kämpfe noch zu machen. Und das ist heute nicht passiert, da gehen wir mal hier gleich in den nächsten Kampf rein und gucken mal, ob wir den gewinnen. Aber ich glaube, da haben wir gerade schon gespoilert. Da war der Apfel schon zu sehen. Was auch ein bisschen schade ist. Dann weiß man schon, wie es ausgeht. Aber mal gucken, ob es trotzdem noch halbwegs spannend wird. Und ja, nicht wirklich. Oder? Na, hier auch nicht. So, damit haben wir 10 Äpfel schon mal übrig. Als Reserve habe ich bis jetzt noch nicht angefangen zu verfüttern. Aber ich glaube, müsste ich bald mal. Und ich werde ihn hier jetzt mal anfangen mit Füttern, weil ich glaube, so schnell werden wir hier den nächsten doch nicht besiegen. Ich mache ja immer wieder ein paar Versuche. Da waren ab und zu auch schon mal ein paar gute dabei. Mal gucken. Die hier hatte ich aber alle schon länger gespeichert. Die haben wir uns ja gestern schon angeschaut. So, mal gucken. Pet Abwehr. Nee, Pet Habitat suchen wir ja. Nee, da habe ich jetzt hier, glaube ich, keinen Kampf dabei. Ja, schade. Aber zumindest sehen die Kämpfe auch immer nicht so. Also. Oh, und da haben wir jetzt eine Zitrone, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Dann können wir die gleich noch verfüttern. Dann haben wir da unsere Chancen schon mal auf Maximum, um beim nächsten Epic Event hier das nächste Pet zu bekommen. Füttern wir ihn mal. So, und jetzt haben wir ja hier unseren Darfug auf Maximum. Und der macht jetzt ja noch ein bisschen mehr Schaden. Ich wollte mal gucken, hatten wir da jetzt noch einen alten Kampf gehabt? Schauen wir mal kurz rein. War das das hier, die Kämpfe? Ich glaube, das waren die. Genau, können wir mal kurz die Werte vergleichen. Wir haben hier 1,88 Millionen Leben. Und, naja, Glück ist egal. Hauptattribut sind wir bei 9000, na, knapp 9800. Und mal schauen, um wie viel wir da jetzt besser geworden sind. Also erstmal haben wir hier gute 500 mehr Hauptattribut, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Da machen wir dann ja auch ein bisschen mehr Schaden. Wird natürlich auch noch mehr Schaden werden, da der das Level auf sich noch erhöht hat. Da ging ja der Schadensmultiplikator auch noch hoch. Wir haben auch 200.000 mehr Leben. Was glaube ich in dem einen oder anderen Try hier, können wir nochmal gucken. Wir haben hier noch zwei gerade bald da. Zwei alte Versuche. Okay, da wären wir trotzdem vom Leben her drüber gewesen und auch durch die mehr, was wir da an Stärke haben, hätten wir den Schlag auch nicht mehr überlebt. Aber vielleicht den einen oder anderen. Mal gucken, okay, hier waren wir auch ganz weit drüber. Aber mal schauen. Der sollte auf jeden Fall jetzt machbar sein, weil wir machen auch ein bisschen mehr Schaden und ja, da können wir haben ja noch 4 Wochen Zeit, um den zu legen. Was man natürlich, also jetzt bräuchte ich echt irgendwie einen größeren Rucksack, wo man hier mal richtig viel ablegen kann. Weil am liebsten würde ich jetzt natürlich die Äpfel erstmal sparen, bis wir hier jetzt das mindestens 19. Pet haben. Und dann natürlich jetzt auch noch die ganzen Zitronen, die dann noch irgendwann mal kommen, wenn wir nicht vergessen, unsere Kämpfe zu machen, auch sparen und dann halt erst in 3,5 Wochen hier an das nächste Pet verfüttern. Aber das geht halt alles nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch ordentlich füttern können, ist halt hier Wasser. Schatten können wir noch richtig gut füttern. Und bei Feuer bin ich auch am Überlegen, ob, hatte ich auch schon mal geschaut. Ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr so viel weiter, weil da müssten wir, glaube ich, auf das Pet hier wechseln, um hier wirklich noch was reißen zu können. Aber mal schauen. Bis dahin kann ich ja erstmal noch ihn hier füttern, sonst wird das Inventar sowieso zu voll. Aber wenigstens 2 Pets geschafft. Aber ist halt so doof, weil jetzt wirklich die Voraussetzungen echt extrem sind. Also ich werde da mal mir mal die Zeit nehmen und einen Guide machen, wie man da am besten das hinkriegt, weil am Anfang kann man nicht so ganz so viel falsch machen. Das ist nicht so schlimm, ob man jetzt das erste, zweite oder dritte Pet nimmt. Aber nach hinten raus können da ganz, ganz grobe Fehler passieren.
So, wir werfen erstmal noch was in die Toilette rein. Haben jetzt hier schon 200 Chloraura. Sollten wir morgen mit dem anderen Reflekt auf die 250 kommen. Und wir gucken mal, was kam jetzt eigentlich hier für ein Schmuckstück raus? Stärke. Naja, mal gucken. Was hat er denn jetzt hier? Das ist doch denn sogar schlechter. Der hat 88, wir haben 74. Ja, von daher würde ich sagen, kann das Ding einfach im Klo rein. Der Edelstein ist zwar richtig gut, aber da kommen in letzter Zeit echt nur schlechte Edelsteine. Hier ein mittlerer Edelstein mit 244. Wir hatten irgendwie schon mittlere Edelsteine mit 266. Hier war das, nee, das ist ein großer mit 74. Ah, wir hatten doch gestern, mal gucken, hier bei dem Begleiter, glaube ich, was drin. Genau, den Gürtel hatten wir vorher. Das ist auch ein mittlerer Edelstein, der über zwei oder 22 Punkte mehr hat. Und der ist ja schon viel älter, der Edelstein. Und eigentlich sollten die ja besser werden, weil unser Level wird höher. Und auch unsere Ritterhalle hier in der Gilde, die steigt auch immer an. Also wir sind da jetzt schon richtig, richtig gut dabei. Und ich glaube, die werde ich als nächstes dann auch mal ordentlich ausbauen. Mal schauen, wir haben jetzt noch ein paar Tage hier Zeit, ob wir da genug Ressourcen kriegen für die Akademie. Oh, schlimm, wenn man so viel trinkt, dann kann man nicht mehr richtig sprechen. Zumindest dann können wir die ausbauen und was da noch übrig ist, können wir dann alles erstmal in die Ritterhalle investieren, weil die ist bei uns ja noch recht niedrig. Ja, muss jetzt hier nicht mal angucken. Aber in der Gilde sehen wir, ich glaube 15 hatte ich gehabt. Schauen wir mal kurz hier durch. Wo haben wir es? Hier, genau. Stufe 15 und die anderen haben ja alle schon so 19, 20, 18 und hier auch schon 20. Da muss ich echt mal. Oh, der ist auch schon eine Weile offline. Das wäre ja schade, wenn wir hier so einen guten Spieler verlieren. Aber vielleicht macht er auch Urlaub. Ich weiß ja, wie das ist. Im Urlaub kann man echt nicht so viel zocken. Aber zum Glück ist das Wetter schlecht. Sonst würde ich jetzt am Strand liegen und mir meine Plauze freuen. Aber das geht halt natürlich nicht, wenn bewölkt ist. So, ja, hier in der Festung haben wir jetzt einen Gegner, der Ressourcen geben könnte, allerdings noch zu wenig, um zu gewinnen. Also ich könnte mit drei Soldaten angreifen, dann könnten wir was gewinnen, aber meistens reichen so drei Soldaten nicht aus. Naja, wir könnten ja mal ein bisschen Risiko spielen, ist sowieso egal jetzt. Ja, die magere Beute wäre den Kampf nicht wert. Natürlich wäre die magere Beute den Kampf wert. Wir würden noch Plus machen. Probieren wir es einfach mal mit drei und Spannung pur war gewinnen. Es sieht gut aus. Hier hinten steht dann 3 von 30. Das könnte ein gutes Oben sein. Na, der erste macht knapp ein Drittel, der zweite auch. Und jetzt kommt der entscheidende Kampf. Aber da wir hier unten noch eine Anzeige haben, sollten wir das eigentlich gewinnen. Aber wir schauen mal, wie es läuft. Wir müssen, also die ersten Schläge sind nicht ganz so wichtig. Ein bisschen nach hinten raus kommt es dann darauf an, wie viel wir blocken und dann auch die Crits raushauen, wenn wir dann schon so um die 100.000 Schaden machen. Ja, aber jetzt blockt jeder geblockte Schlag ist gut. So, siebenmal kann uns die Mauer noch treffen. Und wie oft müssen wir jetzt noch treffen? Ja, nicht ganz, vielleicht nur noch sechsmal. Es wird langsam knapp. So, na, zwei Schläge überleben wir noch. Ah, einmal. Oh. Glücklich geblockt und ganz knapp überlebt. Mann, Mann, Mann. Spannung pur. Und mal gucken, wie viel wir hier gewonnen haben. Yeah, 3000 Steine, yippie. Und ein bisschen Holz, also von daher, der Kampf war die Beute wert. Und wir können auch gleich nochmal blättern. Könnten es jetzt theoretisch nochmal versuchen, da habt ihr gesehen, die drei Soldaten kosten 1000, was waren es, 800 Steine oder so, also 10.800 und hier gibt's viel, viel weniger Steine, von daher warten wir da erstmal, bis sich da ein bisschen was ansammelt. Dann können wir es vielleicht nochmal versuchen. Aber das Risiko war natürlich recht groß, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Steine eingesetzt. Um im Endeffekt 3000 zu gewinnen, das ist, naja, können wir auch beim Hütchenspieler hier ein bisschen was reinsetzen und sollte man eigentlich lieber nicht machen. So, ein bisschen Alu haben wir auch noch vor uns heute, aber bevor ich wieder die Hälfte verplane, dachte ich, machen wir lieber jetzt ein Filmchen und dann können wir auch in Ruhe hier RTL 2 Polizeikrimis mit total spannenden Dialogen weitergucken. Ey, das ist... Hartz IV Fernsehen, ich sag euch. Manchmal hat's auch was Gutes, wenn man arbeiten ist, da muss man sich sowas nicht antun. So, aber wenn man hier nichts anderes machen kann, passt das schon. Was müssen wir noch machen? Genau, skillen müssen wir noch. Ha. So, erstmal schön was geskillt und dann können wir hier unseren Gildenkampf gucken. Und 3 Millionen. Ja, nochmal. Und dann sind wir schon weg. Naja. War nicht so pralle. Naja, ein bisschen mehr wie Kampfpuppi, aber naja. Ich
So, viel wichtiger ist das Single-Portal. Gestern haben wir den Schaden halten können. Heute wollen wir da natürlich ein bisschen mehr rausholen. So, oh, verdammt. Das war auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Ich glaube, wir haben weniger wie 20 Millionen abgezogen. Gucken wir mal nach. Okay, Prozentzahl stimmt noch, aber es waren 3 Millionen Crit. Und dann haben wir nochmal 6 Millionen rausgehauen und 9 Millionen. Und 20 Millionen hätten wir schaffen müssen. Also vielleicht mit den Nachkommastellen kommt's hin, aber so echt nicht. Echt nicht so schön. Da merkt man, dass wir uns beim Epic-Event nicht so gut ausgerüstet haben. Haben halt hier immer noch die Fünferwaffe drin. Und so, wir hatten halt hier das Ding ausgetauscht und die Kette. Aber die sind auch noch nicht so gut gesockelt. Aber mal schauen. 594, was haben wir hier drüben so drin? 75, oh hier. Das ist ja fast 50 Punkte hätten wir hier plus machen können. Und natürlich die ganzen Fünfer-Sachen, weil die getauscht hätten. Aber da warten wir 4 Wochen ab. Dann kann ich auch mal wieder ein paar Pilze aufladen. Weil ich habe jetzt noch knappe 300 Pilze, weil wir richtig, richtig viel ausgegeben haben. Einerseits für die Festung hier, für die Akademie hatte ich ja ordentlich was ausgegeben, um die fertig zu pilzen. Und dann ja auch noch mit den Pads. Einerseits für das Wasserpad, habt ihr gesehen, da gingen ja ein paar Pilze drauf. Und dann für das Lichtpad, da habe ich auch nochmal richtig viel ausgegeben, aber das hat halt nichts gebracht. Der Kampf ist einfach nicht gekommen. Von daher will ich hier das mit den Free Tries ein bisschen eher versuchen. Aber erstmal gucken wir nochmal ein bisschen hier mit Kloppdiwupp rum, ob wir da vielleicht noch was reißen können. Und dann, naja, ich glaube ein bisschen füttern. Wie viele Plätze haben wir jetzt noch frei? Ja, eigentlich brauchen wir hier die Edelsteine auch nicht wirklich aufheben. Fürs Klo reicht da einer. Nehmen wir mal den schwarzen auf, der sieht schöner aus. Besonders da morgen werfen wir das Ding noch rein. Dann haben wir jetzt erstmal noch hier oben noch 3 Plätze frei, hier unten noch 2 und die Gegenstände können wir zum Not auch verkaufen, sind auch nichts wert. Und dann ist das schon schick. Ja, Tränke hält bei mir bis zum 15.8. Wenn wir nochmal kurz in den Kalender schauen. Das sollte auch genau bis zum Epic-Event dann reichen, bis das durch ist. Hier haben wir dann jetzt wieder Gold, Pilz und XP-Event. Und dann das Epic-Event. Nee, warte. Gold, XP, Pilz. Nee, Epic ist erst wieder am 20. würde ich sagen, oder? Ah nein, hat man ja hier doch am 13. Da können wir wieder blättern, wenn es bis dahin neue Pilze gab. Und eigentlich müsste ja immer am Monatsende, gibt es ja meistens immer so Pilzaktionen. Von daher hier am 30. können wir vielleicht dann nochmal wieder was aufladen. Ja, und bis dahin müssen wir noch ein bisschen leveln, dann kriegen wir auch wieder bessere Gegenstände. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch schon, dass wir hier die 600er-Marke knacken. Unsere Aura sollte da ja auf jeden Fall mitspielen, da wir jetzt ja hier genug Epics reingeschmissen haben oder noch reinschmeißen können. Dann mit Edelsteine auffüllen. Sollte eigentlich passen, dass wir da wieder denn recht schnell die Aura erhöhen. Dann sind wir schon bei 38. Haben wir schon recht viel geschafft. Bis 66 geht's ja nur. Also fehlt auch nicht mehr viel. Ja, genug gelabert. Wir sehen uns dann vielleicht auch morgen wieder, wenn noch was Spannendes passiert. Bis dann. Ciao.